Grüß Gott, Benannt. Ich freue mich, dass Angela und ihre Heimerkircher dieser Mundart und Musik wetterfährend und mir heute schon im fünften Jahr in diesem Landkreis zusammenkommend. Im Namen vom Heimattag für den Landkreis Lindau darf ich Sie all ganz herzlich begrüßen. Die Politiker, habe ich gehört, sind heute alle in Brüssel. Eine Ausnahme gibt es, der Leopold Herz ist da und das freut mich ganz besonders. Und der hat heute Maß genommen, das nächste Mal hat er gesagt, gut, mit seiner Tracht. Und da freuen wir uns schon drauf. Alle anderen lieben Heimatfreunde, natürlich extra begrüßt von mir. Ich möchte auch unseren Kreisheimatpfleger, den Eugen Baumann, der das erste Mal bei Mundart und Musik dabei ist, wahrscheinlich nicht das letzte Mal, der Pfalz ist bestimmt, ganz herzlich begrüßen. Und mein Stellvertreter, den Herrn King aus Stiefenhofen, auch, hat mich auch gefreut, dass wir alle da sind. Die Angela Fessler, die rührige Ortsheimatpflegerin von Heimerkirch, wird Sie mit mir zusammen nachher durch das Programm führen. Der Heimattag ist eine Dachorganisation aller Orts- und Heimatpfleger und Heimatfreunde im Landkreis Lindau. Ein wichtiger Aspekt der Heimatpflege ist neben der Heimatkultur und dem Brauchtum die Musik- und Mundartpflege. Gerade in diesem Bereich der Heimatpflege hat sich vieles verändert. Im und nach dem Krieg brachten Flucht und Vertreibung Bewegung in alte, über Jahrhunderte gewachsene dörfliche Strukturen. Die sogenannten Idyllen im Allgäu gingen mehr und mehr verloren. In unserer Zeit haben sowohl der Strukturwandel in der Landwirtschaft als auch die Globalisierung zum Rückzug der Mundart beigetragen. Der vielgepriesene Tourismus hat sich gerade auf dieser Ebene nicht immer nur positiv ausgewirkt. In einem geeinten Europa spielen die einzelnen Regionen zwar eine übergeordnete Rolle, gleichzeitig ist aber eine fortschreitende sprachliche Vermischung wohl kaum mehr aufzuhalten. Heute muss man ohnehin froh sein, wenn geschwollen formuliert noch oral kommuniziert wird. Auf Deutsch kostubert oder koingartet. Moderne Kommunikationsmittel, vor allem bei unserer Jugend, scheinen dies mehr und mehr in Frage zu stellen. Quer durch unseren Landkreis verläuft die sogenannte Diphthongierungsgrenze. Das bedeutet, aus einem ursprünglichen Laut wurden im Laufe der Sprachentwicklung zwei Laute. Aus Xi wurde quer, aus Lit wurden Leit, aus Zit Zeit und so weiter. Das können wir jetzt ganz einfach formulieren. Die Xilit, das sind die Niederalemanner, und die Querlit, das sind Ostschwaben. Ich möchte Schwaben nicht als Schimpfwort verstanden wissen. Und das alles in diesem kleinen Landkreis. Dank Napoleon Bonaparte gibt es zudem einen eisernen Vorhang zwischen dem Württembergischen und dem bayerischen Allgäu. Und weil das noch nicht reicht, werden wir seit 200 Jahren von München aus unentwegt zwangsbajuwarisiert. Jo mei, ist das a Freit. Der Begriff Westbayern bleibt uns vorerst allerdings, Gott sei Dank, noch erspart.
Ganz wichtig ist es daher heute, den wertvollen Schatz unserer alemannischen Mundart sorgfältig zu pflegen. Das beginnt natürlich bereits in der Familie. Häufig erziehen ehrgeizige Eltern ihre Kinder schon sehr früh zur ausschließlichen Pflege der Hochsprache, um bei anstehendem Schulbesuch keine sprachlichen Auffälligkeiten und Nachteile zu offenbaren. Im Kindergarten wird dieses Ansinnen häufig fortgesetzt, ganz zu schweigen vom Unterricht in der Grundschule. Die allzu oft nicht einheimischen Lehrkräfte sind zumeist kaum in der Lage, auf die Eigenarten einer lebendig gebrauchten Mundart fachgerecht einzugehen. Umso wichtiger ist es für uns alle, ohne übertriebene Heimattümelei, den noch vorhandenen Bestand unserer Mundart zu sichern, zu fördern und zu pflegen. Der heutige Abend soll Ihnen, liebe Besucher, eine kleine Hörprobe vermitteln, quasi als Anregung für den eigenen Gebrauch. Dazu wünsche ich Ihnen von Herzen viel Freude und Spaß. Ich frage Sie nun, ist Muttersprache nochmals zum Lachen? Viele Lied monend, Muttersprache sie zum Schreiben, nur rät für lustige Sprichlen und für gefühlvolle Heimatversle, fürs Lachen und fürs Lächeln halt. Sollt das wirklich als Sie? Tun mir nicht auch Blärer und Heiner und Mule und Befzke? Kommt is all nur heitere Gedanken, wenn man nachsinnend? Kehren die dunkle Zitter und Siete it auch zu unserem Leben? Grad wie die Hähler und Warme? Ka oder Sottma dort drüben gar nicht schrieben? So wie es der Schnabel gewachsen ist, andere monend, die heutige Zeit, wo es so viel Schlimmes in der Welt gibt, kennt man nur noch Flucher und Motzen, Aufschreien und Anklagen. Da dafür gäbe es nichts Besseres als eine kehrige Mundart. Das Lustige und Mirtvolle wird der Weg fehl am Platz und man soll es drum auch bleiben lassen. Aber selten tut mich genauso einsichtig und leert. Alles, was man denkt und fühlt, sollte man in der Sprache ausdrücken, die ums Herz ist, in unserer eigenen Muttersprache. Der große deutsche Dichter Martin Walser aus Wasserburg am Bodensee sagt schon 1986, dürfer denn, hast du Sprach, die schwätsch mit komm, die geht danach, in der bist du daheim. Da gibt es Sätze, die kannst du nun brauchen, Wörter wie Klitz, zu denen musst du abtauchen. Das hast du von diesem, selb von dem, als ein Kleiner kannst du noch nie, ich weiß noch genau, von wem ich so, aber ich kann es kaum mehr gehen. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, liebe Gäste, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich bin erfreut, dass heute doch noch so viele Gäste gekommen sind. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist der beste Beweis, dass Mundart doch noch gefragt ist. Und der Fridolin, zu dem möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen. Er ist unser Vorsitzender des Kreisheimattages. Und wie Sie gerade alle mit Sicherheit gemerkt haben, macht er das mit Leidenschaft und mit Hingabe. Und da ist ihm auch nichts zu viel. Und Fridolin, ich möchte dir an dieser Stelle ganz offiziell mal im Namen von all deinen Oheims, wie du immer so schön sagst, herzlich danke für all deine Arbeit.
Vielen Dank, das war für unseren Vorsitzenden. Und er hat ja vorher gesagt, dass man mit nichts so gut das ausdrücken kann, was man fühlt, was man spürt, wie mit der Muttersprache. Und da hat er recht. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass alle die Jungen, die heute so miteinander korrespondieren, irgendwann doch auch wieder auf der Dialekt, auf die Heimatsprache zurückkommen und sich dann wieder normal in ihrer Sprache unterhalten. Und ich kann euch versichern, ich kenne ganz einen Haufen Allgäuer, die mit Hingabe den bräutesten Dialekt schwätzen, wenn Preise in der Nähe sind. Also, das ist schon mal sicher. Und viele, die schreiben dann ihre Gedichtle auch auf oder ihre Geschichtle und was sie sonst so erlebt haben, wie unsere Kathi Maurus. Kathi Maurus war schon das erste Mal in Wasserburg dabei und sie war viele Jahre Ortsheimatpflegerin in Röthenbach, hat 2002 das Birkle rausgebracht, Heimat gespürt und passend zum heutigen Abend ist ihre erste Geschichte Mundartsprach. Kathi Maurus wohnt in der Hölle. Und wer es nicht weiß, es hat nichts mit dem Belzebub zu tun, sondern das ist ein Flöcker bei Maleucher. Und der ist ganz nah bei der Argen. Und darum ist ihre zweite Geschichte, wenn die Argen verzählen kennt. Und Kathi, da begleitest du die Argen von der Quelle bei Oberstaufen bis zur Mündung im Bodensinner. Und das passt insofern ganz gut, weil vielleicht haben das alle gelesen im Westallgäuer. Die Argen hat 2014, 2015 die Auszeichnung bekommen, Flusslandschaft des Jahres. Ich möchte Ihnen aber alle noch drei Damen vorstellen, die es hier heute Abend auch mit durch den Abend begleitet. Das ist die Hildegard Kimpfler, die Anneliese Kolb und die Notburger Kolb. Das ist unsere Holmerkircher Stubenmusik. Die singen und spielen seit 27 Jahren zusammen. Angefangen hat es wegen der Weihnachtsfeier von unserem Trachterverein. Die haben gesagt, Menschenskind, wir brauchen noch was. Und dann haben sie überlegt, eigentlich könnten wir es probieren. Am Anfang haben sie bloß gespielt für den Trachterverein. Und dann, wie die Allgäuer so sind, hat das geheißen, ja, kentet er, ja, tätet er, ja, wettet er. Und mit kentet er und tätet er und wettet er sind sie heute eine ganz wirklich gefragte Gruppe. Und ich freue mich, dass ihr heute Abend mit da seid. Ich habe das jetzt alles deshalb schon erzählt, weil die drei singen auf Kathis ganz speziellen Wunsch zwischen ihren zwei Vorträgen ein Liedl in der Mundartsprache. Kommen wir da bitte rauf, danke. Ja, also ich darf zuerst noch Anna herzliches Grüß Gott sagen und ich freue mich, dass ich da dabei sein darf. Ich habe zwar gemut, dass das einmal raus, aber jetzt bin ich wieder weg da. Jetzt habe ich gedacht, ja mein, als schwätzt von der Mundartsprache, ich muss auch dabei sein. Dann habe ich es ein bisschen in Reim gefasst, was mit der Mundartsprache los ist. Hört man das jetzt so? Oder nicht? Nein, nein. Also Mundartsprache. Schwätzen wie der Schnabel gewachsen. Im Westallgäuer Dialekt. Ohne Verkünsteln, ohne Flachsen. Wie is am Mundart ist perfekt. Die Heimatsprache wie ein Vermächtnis. Von unseren Vorfahren vererbt, so hängen bliebe im Gedächtnis und auch so geschwätzt wie nasse kehrt. Was für ein Sprachschatz ist is bliebe, ein Durcheinander, so weit man hört, gar manches wird auch übertrieben, was die Allgäuer Hochstube stört. Wenn man schlaft, das heißt man pennen, statt dem Vesper gibt's an Branch, Joggen dunzen, anstatt rennen. Man geht zum Walken, statt auf Tranch. Nummer einkaufen, wenzen, man geht shoppen. Zum Baden geht man in einen Pool.
ist einer auf einen Umweg geraten, dann sieht man gerade noch, der ist cool. Kannst kaum eine schöne Musik hören. Überall gibt's bloß noch einen Sound. Suchst ein gescheites Hemd und eine Hose, wirst weiter vorgeschickt zum Discount. Gehst in der Wirtschaft nicht zum Essen. Statt Grumpera kriegst halt Pommes frites. Und süße Kutler kannst vergessen, ob's Blut und Leberwurst noch gibt. Zum Einkehren ganz in eine Kneipe. Oder gar noch in eine Beutz. Null Bock kannst hören statt dem Streiken. Und vieles andere hat kein Reiz. Mei, was sind denn das für Geschichten? Ist dieser Umgangssprache so fremd? Die Österreich von Sensationsberichten hat man zu meiner Zeit nicht gekannt. Drum schwätze ich, wie mein Schnabel wachsen. Und gebe euch noch einen guten Rat. Helft mit, wir müssen wachen, dass die Mundart nicht verloren geht. Ja, schon gehört. Man hat es im Westallgäuer gelesen, dass die Arge im Jahr 2014 zur Flusslandschaft des Jahres ausgezeichnet wird. Das hat mich gefreut, denn ich bin doch auch ein Kind der Argen und habe sie verlebt in guten und in schwierigen Zeiten. Vor 12 Jahren habe ich ein Gedicht geschrieben über die Arge, und das möchte ich euch jetzt vortragen. Mit der Überschrift, was die Arge zum Verzählen hat. Von Oberstaufen kommt sie ran. Als ganz kleines Bächle fängt sie an und schlängelt sich durchs Tal entlang zwischen Waldesrand und Wiesenhang. Sie geht einen weiten Weg vor sich. Aus dem Grund nimmt sie sicherlich einen Haufen Bech und Gräble mit, wird alle breiter mit der Zeit. In der Schitte vorn hat sie schon Kraft.
dass sie beim Boscher jeder Zähl geschafft. Und die noch übrig Energie läutet man in Stromnetz ein. Im Eistobeldunk wird er gemunter, tauset und schummet gar mitunter, was über die Felsen abfällt. Da wird ihr Wasser frisch und kalt. Viel Wanderer nehmen es als Ausflugsziel und bewundert das Naturschauspiel. Sogar im Winter, wenn alles gefriert und die Schlucht mit Eis verziert. Dobelbruck abwärts hat arge ihr Ruhe. Friedlich läuft sie gestrats zu. Beim Fässerkasse zum Blick sehr gediene und ihr ganze Kraft einsetze über die Turbine. Wenn eine Wolke vom Himmel fällt, kriegt Arge schon an Rätegewalt. Steck und Wurzler, wieder Rüte, riesst sie mit in ihre Flüte. Das Dorf Gestratz ist der Mittelpunkt vom Argetal, so wie mich dunkt. Drum ist auch die Arge wohlverstanden, für die Arge Halle Pate gestanden. Die Arge will ihr Bestes gehen, muss der Kaplan Neibach noch mitnehmen. Und weiter von der Dobelbahn, wo Kläranlage schließt an. Wenn lauter Sü übers Wasser kommt, sieht man der Arge auf den Grund. Kein Schuttablag ist mehr zum Finden. Vergessen sind die alten Sünden. Drum wird da wieder interessant die Baderei am Argenstrand. Da kommen allerhand Figuren und Ölzelte in Natura. Imui, der Arge ist das Gli. Sie plätschert zufrieden vor sich hin, wenn ab und zu ein Fischer küt und noch Forella angeln dort. Viel wird er nummer gehen zum Holen. Die Fischreuer haben die meisten gestohlen. Die sind wie König im Revier und die Arge kann gar nichts dafür. Sie lebt mit der Natur im Frieden, lässt Kind auf ihrem Wasser treiben, im Kiesbank Dämm und Burgabäue, wo man kann der Strömung trauen. Zum Malleuchen kriegt die Arge einen Sonderauftrag. Ab da grenzt sie das Bäuerisch von Württemberg ab. Dazu bewacht sie an dieser Stelle auch den kleinen Grenzverkehr in die Hölle. Ein Stück weit nach Wangen macht Arge Station. Heute sagen, da gibt es eine Fusion. Von Eisen kommt ihr Schwester, die Unterarge, her. Dann fließen sie zusammen Richtung Schwäbisches Meer. Bis in Bodensee mündet der Argefluss, wo das mitgebrachte Wasser auseinanderströmen muss. Was die Arge verlebt hat, verliert sich im Nu und die ganzen Erinnerungen schwimmen davon. Danke fürs Lesen. Kathi, ein ganz herzliches Dankeschön. Bei dir merkt man einfach bei jedem Gedichtle dein Lieb zur Heimat. Wir sind Birchler Stadt, Heimat gespielt. Thank you.
Grüß euch alle miteinander. Also wir haben der erste Blattler, das war der Haushammer, wo wir gezeugt haben. Und der zweite war der Standpolka. Danke. Hat es euch gefallen? Ja, liebe Gäste, jetzt darf ich Ihnen eine Frau ansagen, die der ganze Abend schon auf der Bühne ist. Sie verziert gerade grilles Gesicht und schüttelt den Kopf. Es ist Hildegard Kimpfler. Die hat heute den ganzen Abend gesungen und gespielt schon. Und was sie jetzt macht, sie liest eine Geschichte vor. Und wer immer Hildegard Kimpfler kennt, und das sind gerade nur da drin, der weiß, dass die Geschichten eben unbedingt immer ernst sind. Und ja, sie erzählt uns jetzt, das sind zwei Geschichten von der Johanna Hofbauer, der euch geht über einen gemütlichen Abend und im zweiten schildert sie, wie es ihr gegangen ist bei einem Besuch im Hallebad. Hildegard, bitte. Die ganze letzte Woche lang habe ich heute ein fürchtiges Gespräng. Auch zu Abend war ich oft unterwegs. Wenn nicht, dann freue ich mich doch stets auf einen netten Abend, gemütlich und nett, im Sessel vor dem Fernsehbett. Am Samstag, da gut wetten, das gefällt mir, ja, das macht mir Spaß. Ich plane mir schon den Abend ein, so richtig gemütlich muss er sein. Der Mann ist fut, der Kleine im Bett, die Große hat es vom Fut gegangen. Na, schaue ich mir der Markus Lanz halt an und niemand da, wo mich stehen kann. Da kutzt mir gerade ein Gläschen Wein, weil es müsste noch einer im Keller und sein. Bei Keller dir komme ich nicht, die ist verklemmt, so merke ich gleich. Vielleicht, wenn ich einen Anlauf nehme, so richtig voll in die Tür reinspringe. Boah, die Idee, die war perfekt. Ich flackte lange Weg, ausgestreckt im Vorratskeller über dem Kraut. Da haben wir natürlich auch den Grund angehaut. Der Ellenbogen noch verrenkt, da nimmst du ein Eis, habe ich mir gedacht. Das Gefrierschrank-Tierle klemmt auch noch. Ich weiß, es ist schon länger so. Ein Druck vor Seite mit dem Knie am Griff mit rechts nach oben ziehen, mit linker Hand noch vier schieben, dann ist das ganz gut aufzukriegen. Ein Bild mit defekter Hand und ein bisschen damischem Verstand. Darum verrenkt mir jetzt auch noch das Knie, mein Lieber, das tut weh als wir. Ich humple mich in die Stuben auf und bring den Huren Wein auf. Der Stopfelziehner ist verreckt, der Korken noch halb dünn steckt. Dann klingelt auch noch das Telefon. Es ist für den Mari, der Sohn. Der will mein Fehl, die ist im Bad und schreit bloß raus, verheben ihn grad. Derweil hat es an der Haustür klingelt mit nassen Schuhen, das hat er gerangert. Da springen zwei so Kerle rein, und ob meine Bube schon fertig sei. In Disco da jetzt heute will. So dort der Gräser gerade erzählen. Und du, Hildegard, logisch am Ende wetten das. Da wünschst du auch noch recht viel Spaß. Ja, das wäre nett, so haben wir gedacht. Mei hat der mir ein Geschwätz aufgehängt. Na, endlich war mein Bub so weit. Die Kerle gönnt haben mich das gefreut. Der gemütliche Abend geht jetzt an, ich hocke auch gleich an den Fernsehen an. Da schreibt mein Fehl, du Mama, komm, fahr ich halt schnell auf Staufen um. Da spielt doch heute im Festzelt aus das Chaos-Trio, das ist ein Genuss. Und Kathi, die will auch noch mit, bloß ein Chauffeur, das haben wir nicht. Ja, das ist jetzt schon super klug, ich bin ja schon im Schlafanzug. Mich ärgert es zwar, doch ich fahr zu, ich weiß, dir fehlt, gibt doch keine Ruhe. Ich schlief nur extra in der Häse hinein, draussen tut es ja schon dämmerig sein. Vom Regen als nass um das Zelt, dann steht das Mitbad in dem Feld. Und vor dem Zelt alles voller Dreck. Kaum hebe ich an, sind die Fehler weg. Zum Umdrehen, da fahre ich zurück, doch das Auto, das tut keinen Ruck. Ich merke sie durch den Dreck den Stecken und range dort das zum Verrecken. Gib Vollgas. Doch ich komme nicht weg, ich rutsche bloß noch weiter rein in den Dreck. Und nachher kutzt mir in den Sinn, dass ich im Schlafanzug bin. Ein rosa frotte Pflutterfrack, ihr gehört normal schon lange in den Lumpensack. Ich hätte schon einen schöneren auch aus feinem Satin und in dunkelblau. Doch ist der Alt halt so bequem, so gemütlich und so angenehm.
zum Fernsehen schauen, dort steht Stirn. Jetzt hocke ich gerade da und kicke gerade leer. Ein Häs hätte ich halt doch anlegen sollen, ein Kind jetzt noch mal zum Schieben holen. Jetzt muss ich mich da selber rausbringen. Kind am Ende meine Fußmatte nehmen. Die Matte schiebe ich unter das Rad, da höre ich doch von hinten gerade, wie einer sagt, da schaue her. Ja, hast du den Sohn am Masch schon gesehen? Ich glaub, die hat's für den Schnaps abgerührt. Die Alte dahinter ist maskiert. Ich will ganz schnell ins Auto flüchten und habe dabei nicht schnell aufgerichtet. Darum bin ich gestolpert, flack im Dreck. Ich glaube, ich stirb jetzt gleich vor Schreck. Der Schlafanzug um meine Hände, der Dreck, der tropft besetzt vom Grund. Ins Auto neu ein Stoßgebet, wenn jetzt das Auto nicht Fahrt gleich rät. Doch mein Gebet hat Gott erhört, ich will was opfern, habe ich geschwirrt. Ich fahre davor so schnell ich kann, meine Mutter, die flackert heute noch dran. Jetzt fahre ich wieder heuwärts zu und langsam komme ich mir in die Ruhe. Da tut mein Auto zumal einen Ruck, fahre gerade bloß noch vier, ein kleines Stück. Und dann bleibt er stehen und alles ist leis. Mir tropft vom Bilmes Dreck und Schweiß. Der Tank ist leer. Mir tut's gleich stellen. Mein Mann hat heute doch tanken wollen. Wer der fein da wäre in der Nacht, ich hätte mir glatt Salz zur Witwe gemacht. Was tun jetzt? Geht's mir da das hin? So was kann bloß mir passieren. Ich glaube, ich bin im Schlafanzug vor Dreck, vor Bache, muss ich mir jetzt auf den Heuweg machen. 2 Kilometer sind das noch gern. Das Kind ist schwerer. Mein Lieber, das kann heute werden. Ich spring jetzt los, so schnell ich kann. Und fange auch bald zum Schlabücher an. Und nachher, wie könnte es anders sein, sehe ich einen Scheinwerfer noch legen. Das Auto kommt auf mir zu. Hilfe Gott, jetzt bleib in der Ruhe. In der Grabe springe ich zum Verstecken. Mein Lieber, da kannst du doch gerade verrecken. Der Stacheldraht, wo kommt denn der her? Ich habe einen hohen Draht gesehen. Schlafhose hat es verrissen, vom Fiedler bis an Knie verschlissen. Zum Flüchten hat er die Zeit noch gereicht. Das Auto hat er schon erreicht. Und wie könnte das schon anders sein bei meinem Glück? Es war Polizei. Ich bin schon gewöhnt, die grünen Kerle. Die werden jetzt mir wissen wollen, wieso, warum. Das wird noch gut. Doch höre ich, wie einer sagen wird, du ruf mal an, im BKH, vielleicht geht dann noch einer an. Ich schreie, von da komm ich raus, ich habe da heuer Irrenhaus. Und wenn ich noch erzählen will, seid einer glatt, ja, sei noch still. Die habe ich doch schon öfters getroffen und manchmal auch ein bisschen besoffen. Bei dir da wundert aber nichts mehr, du bist doch Kimpfler, die Schee. Thank you.
Renoviert hat, man denkt, muss man ja mal zum Baden gehen. Im letzten Winter irgendwann habe ich mir gedacht, schon ziemlich lang war ich schon nur mal in einem Hallenbad zum Schwimmen drin. Das ist gerade schade. Es trifft noch gerade, dass meine Kind einen Waldsee zum Schlittschuhlaufen wendet. Auf Lindenberg Nüf, da sei so schön, ein Hallenbad, da ist da auch gern. Meine Fee sagt, Mama, fahr halt mit, wenn du schon mal zum Baden willst. Am Hallenbad lassen wir die Nüsse und fahre nach ins Stadion raus. Ganz schnell packe ich meine Tasche zusammen, Badeanzug, Shampoo und einen Kamm, nehme Tasche, Kittel, schlief in die Schuhe. Zumal fällt es mir ein, ich schreie im Bub, ein Bad kann ich nicht, komm, bring mir uns vom Bad mit. Der Bub schreit bloß, wo soll uns sein? Ja, an der Badwanne, so sage ich gleich. Wenn nicht, dann schaue ich halt, ob es reingerutscht wäre. Ist es ein Badtuch, finde ich gar so schwer. Mit dem Badtuch kommt noch ein Radebub, der zieht gleich in die Tasche und macht sie zu. So, jetzt nichts wie aus beim Loch, ich weiß, die Fehler erwartet doch. Am Hallenbad machen wir noch aus, in 2 Stunden komme ich wieder raus. So da ich da ganz gewiss pünktlich sei, am Heuwerk kehren wir natürlich auch ein. Ich gehe noch rein an die Kasse nach, da hockt ein junges Mädel dran, die sagt, bei uns ist heute FKK. Die Nudisten, die sind heute da. Ich zahle und sage, das ist nicht so schlimm. Mir ist das gleich, wer da ist als hin. Ob Mohammedaner oder Christen, ob Hindus oder die Nudisten. Mir ist ja jeder Glaube recht, weil ich ja bade und ich bete mich. Ich denke mir noch, die schauen nicht ganz gescheit, aber weiters hat sie jetzt mir gesagt. Ab Umkleidekabine finde ich gleich, schlief in meinen Badeanzug rein und nachher raus ans Wasserbecken. Jäkes, nein, ich krieg einen Schrecken. Ja, schau bloß die Leute gerade an, die haben ja alle gar nichts an. Bodelnackert, zna und zna. Da fällt der Fall schon die Lätscher an. Jetzt kommt da einer jetzt mal daher und meint, mich will man da so nicht sehen. Mit Badeanzug da darf ich nichts gehen, sonst muss ich gleich das Bad verlangen. FKK heißt Freikörperkultur. Nackert sei mir da, durch und durch. Mei, was tun ich jetzt? Gang ich mir hinaus? Da schauen die 2 Stunden vor dem Haus. Mei.
Oder ich muss nackt baden. Mein Gott, das wird mir so schade. Da oben kämpfe ich ja keine Sau. Und das Bad durch kommt die um mich wickeln, das ist schlau. Bloß schnell rat, um ins Wasser steigen. Wer sieht da schon viel? Das wurscht schon leider. In die Umkleidekabine gehe ich noch aus, Badeanzug an und das Bad durch raus. Da trifft man gleich den nächsten Schlag. Ihr glaubt es nicht, was ich euch sage. Aus der Tasche guckt kein Bad durch raus, der Badvorleger packe ich aus. Mei, Bua, das darf doch wohl nicht sein. Packt der Depp mir den Badvorleger ein? Jetzt muss ich mich wohl oder übel mit dem begnügen. Das ist aber gerade kein so Vergnügen. 60 cm in der Breite, 1,20 m längere Seite, hellblau, Länge schon nur mal Gewäschekett und lauter so Saugnäpfe und dort. Wie wickle ich jetzt dann um mich rum? Denn alles ist fein schon ziemlich dumm. Tun ich das Flauschige nach innen rein, dann sieht man die Saugnäpfe raus gleich. Also, die Sauger nach innen rein, besonders bequem ist das nicht der Fall. So tappe ich ans Becken aus und erst der Hussa packe ich aus. Die Saugnäpfe, jeckes Mie hast du gehabt, die peppert angesaugt an der Haut. Beim Radio macht es wupp, 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 weil der ist für den Saugnäpf gut. Lauter so roter Lingel am Leib, neugierig schauen da schon die Leute. Nein, ins Wasser und fest schwimmen, das wird die Ringle noch schon nehmen. Eine Viertelstunde schwimme ich schon umeinander und steige noch hoch am Beckenrand. Mein Badvorleger ist noch mal da. Jetzt muss ich erst noch nachkacken. Am Beckenrand laufe ich entlang, wie ein Kutter aus dem Seitengang. Der Bürgermeister von der Hui. Der tappert her da ganz allein. Jeckes Name, mir wird's ganz schlecht. Ins Wasser rein mache ich einen Hecht. Und taucht gleich bis am Boden ab. So weit sieht man doch, wie sie drauf. Jetzt wäre es halt gut, wenn ich eine Stunde da unten hocken bleiben könnte. Wenn ich das gewusst hätte, wie das läuft, dann hätte ich vorher eine Tauchausrüstung gekauft. Trotz Bürgermeister, ich muss auf, der wäre es nicht wert, dass ich versauf. Ich tauche mir auf und schaue genau, kein Bürgermeister, ich schau. Ich würde jetzt flüchten und noch gehen, lieber vor der Tür durchstehen. Hat Beckenleute gerade erklommen, wer gut jetzt da von hinten geschwommen. Ich lasse einen Schrei, ja, mich hast du gehaut, der Pfarrer mir entgegengeklaut. Ich gehe sofort wieder auf die Tauchstation und schwimme dem guten Mann davon. Pfarrer, Gemütschef, lauter Notisten. Und ich habe gemeint, das sei ein Christen. Jetzt ist der Bock noch langsam fett, mein Lieber, das ist keine Nummer nicht. Jetzt denk grad bloß noch der Gemütsrat fehlen, dann könnte es gerade noch lustig werden. Ich muss jetzt heim, denke ich noch laut, wer hat mir bloß den Badvorleger geklaut? Tauch langsam mehr von unten rauf und schaue so zum Badrand auf. Da flackt doch Beichlings, das ist nicht ein Mannsbild auf mein Badvorleger. Das. Ich spring da nach und gosche gleich, dass das für mein Badvorleger sei. Der stemmt sich hoch. Ich kenne den Grund. Bin ich im falschen Film, Moment? Mein eigener, angetrauter Gatte flackert da nackert auf meiner Matte. Dass sich der Saubere geniert, am liebsten hätte ihn gerade in den Geschmack. Der grinst da rauf und lacht her. Ja, grüß die Mutter, komm, flack mit her. Das kannst du denken. Wir gehen hui und Burschle warten, bis wir allein. Stand ganz schnell auf, komm Weile mit und vergiss bloß deinen Badvorleger. Rosenthal wäre, dann würde ich jetzt hinterher springen und sagen, Tillegat ist Spitze. Dankeschön, ohne Probe hat es funktioniert. Ich darf euch jetzt auch sagen, dass wir damit ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten Pause machen. Wir haben da auch jeder Will zum Ratschen. Bis später. Thank you.
So, jetzt wissen wir auch, warum unsere Veranstaltung Mundart und Musik heißt. Und da haben wir natürlich richtige Talente, die man so vom Fernsehen gar nicht so richtig kennt. Die können Geschichten erzählen, dass man lachen muss, dass man fast Tränen verliert. Die kennen alle Instrumente. Satellit brauchen wir. Und die haben wir hier in Heimerkirch. Also ein besonderer Applaus, bitte. Und ich darf jetzt eine Künstlerin, und das darf ich wirklich sagen, versprechen, eine Mundartsprecherin in unserer Kreishauptstadt beheimatet. Und zwar ist das die Inge Wasmund, die das schon viele Jahre, darf man sagen, macht. Besonders ruhige, riebige Texte vortragen. Und da hat sie einen Lieblingsdichter, darf man sagen, den sie zitiert. Und dieser Mann war ein ganz berühmter Architekt. Und zwar war das der Heinrich Götzger. Und der Heinrich Götzger hat neben ganz tolle Aufriss von fast alle Bauernhöfe in Schwaben, hat der auch sehr viel geschrieben und hat wirklich fürs Gmiert geschrieben. Und da lassen wir uns jetzt mal überraschen, was für schöne Sachen vom Heinrich Götzger gibt. Und liebe Inge, ich werde jetzt bitte Traxe gerade vor. Ich glaube, die Inge möchte da nach. Ja. Okay. Haben wir da heute Kissen? Ich brauche Kissen. Brauchst du kein Kissen? Nein. Am frühen Tag, ein Mädel am frühen Tag stiegt über deinen Weg. Du kennst sie et, sie grüßt dich et und es tut dir doch so wohl. Ein Blumenstrauß in Nachbars Hand, voll rot und blau und gel. Er gehört dir et, du kriegst ihn et und es tut dir doch so wohl. Zur Linken glieh ein anderer Kund und sagt ein freundliches Wort. Es gilt dir et, er mahnt dich et und es tut dir doch so wohl. Eine ganze Wolke Lindenduft geht dir danach in die Nase. Man lockt die et, man will die et und es tut dir doch so wohl. So ist es denn noch vielmal gsi in dieser weiten Welt. Halt's Herz auf, dann gilt's auch dir und es tut dir alles wohl. Dazu muss ich noch sagen, dass dieser Dialekt der spezielle Inseldialekt ist. Es ist wirklich so, die Sprache Lindau-Insel und Lindau-Land ist sehr unterschiedlich. Das kommt, weil Lindau war eine Handelsstadt und da hat sich ein anderer Dialekt rauskristallisiert und das ist einfach Lindau-Insel. Und das ist mein besonderes Anliegen auch am Dialekt. Vorlesen mache ich, damit man das nicht ganz vergisst, dass wir Lindauer Insulaner eine eigene Sprache haben. Am Gerberschänzle. An der Mur vom Stift rennt der Brunnen im Dunkeln unter der hangenden Büsch. Sonst ist er still in der Gass. Gerade noch vom Witten hallet ein Schritt und vergott. Das Städtli schläft ein. Ein gutziges Lichtli hinter dem Vorhang guckt noch lebig in die Welt. Dort, bei dem anderen Haus, geht's durch ein Engel im Finsteren raus zum Schänzle am See. Anders funkelt das dort von Lichtli und Sternli ringsum. Es flimmern die Städtle und Dörfle, all die freundlichen Nachbarn, drüber am anderen Ufer und hoch in den Berg und am Wasser. Uffe findet kein End mehr, bis in den Himmel des Glänzes. Dunder aber im Dunkeln gluckern die Wellen am Stor. Lang bin ich guckt auf der Moor. Sternle sind gange und kommen. Zletzt blasset im Osten das Funkle in eine silberne Helle. Dunkler werden die Berg. Über der nächste, der Pfänder, guckt auf einmal der Mond. Und auf dem Wasser zum Schänzle glänzt ein goldene Strauß. Mir ist es kalt über den Buckel. So schön ist das gsi und so groß und hat mich angerührt im Herzen. Und ich habe denkt im Stille, wie wittisch und prächtig die Welt. Und besser wäre es ein Mensch, er deit seine Augen mehr auf
und sie Herz und Gemüt. Und all das elende Stritte und Bose gäb sie noch auf Usell. Er hätt schon keine Zeit mehr dafür. Lang han ich gluget und gloset in die Nacht und in des, was dahinter. Han da vom ewigen Frieden grad ein bisschen verschmeckt. Es braucht nicht alle Sonnenscheine. Man brocket Äpfel, schüttelt Biere, auch am grauen, stillen Tag. Die letzten Blumen standen ums Haus und frierend. Langsam fallen Blätter und rote Bierenbäume verglimmend. Am See zu zieht ein Entenpaar. Es dämmert bald. Wir zur Insel sucht alles lebig zurück zum Hof. Man schafft das Obst in den Keller, richtet vor zum Osten für den anderen Tag. Man füttert das Ross und macht den Stall. Nun steht die Haustür offen. Das Kätzle huscht aus seinem Schatten über die Stiege und spielt im Hof und springt in den Garten und geht aus in dem Handwerk nach. Ein erstes Licht brennt in der Küche und schint ein Stück der Hausgang aus. Und draussen wachsen die Nacht mit Macht. Es finden alle voll ins Haus, bis es von weitem zu Abend lädt. Die Tür geht zu, man sieht den Särge, man hockt sie eine um den Tisch zum guten Licht und isst und trinkt und sinnt und sieht mit wenig Wort, was es noch gibt zum Sägen. So nimmt ein Tag sein Ende, ein grauer Tag, wie es viele hat im Jahr und Leben. Und sind auch recht und haben ihr Wesen. Ihr lascht und säge in der Stille. Es braucht et alle Sonnenscheine. Thank you.
nächste heißt, wie lang du? Ein Schiffle ist gefahren um Städtle rundum. Ein Mädele wartet und ob ich bald komm. Und Schiffle, das dreht sie und Städtle damit. Und das Mädele gefällt mir, kannst du sagen, was du willst. Ein Schiffle, das schwankt, gut stehen und gut steher. Im Herzele Gottes bald kurz und bald quer. Und gang ich ans Ufer, ist das Gutsche vorbei. Aber nur bin ich ledig und nur bin ich frei. Also dann gibt es noch was Nettes. Er hat das Lindauer Bubenjahr. Und da gibt es, nicht verschrecken, ich lese bloß zwei oder drei, höchstens. Da gibt es für jeden Monat so was Besonderes, was die Lindauer Saububen toll finden einfach. Gell? Das Lindauer Bubenjahr ist das, speziell. Und da gibt es, wie gesagt, für jeden Monat ein Gedicht. Sonne schwurt und Nebel hanget zwischen Darbe in der See. Grau und still ist es um die Woche. Und die Berg siehst nimmer mehr. Schon hat jede Lach ein Eishut. Und nicht lang, da gehen die Buben übers Eis in Städtle je. Lohnt die Brücke eine Weile grube. Ist der kleine See gefroren, klang das doch der Kroge it. Grad am Rand ist es am schönsten, wenn du aufs Biegis abbewitt. Wohle fahren muss man kennen, wenn das Eis anheben soll. Keiz der Ahne, flack schon drinnen, um und um mit Seedreck voll. Wenn es aber länger gefriert und nicht Boden bald drauf schneit, gehen wir Gasblätter stechen. Feier gehen die, es ist erfreit. Et für alle, denn die anderen, die schön Bogen fahren wollen, blieben stecken in der Löcher und man hört ein Hurament. Das ist was Tolles, diese Gasblätter stecken. Da kommt das Gas und das sieht man, die Blätter sieht man unterm Eis und wenn man da sticht, dann kommt da richtig so Pfutzges raus, das ist was ganz Tolles. Aber im Dezember lese ich jetzt euch auch noch von dem. Die Berge sind weiß, der See ist grau. Taucherle sind letzte Gäste. Ganz verschlafen scheint noch die Sonne. Vor der Tür steht das Weihnachtsfest. Frei sind die Ufer fast vor Wasser. Über die Achweg und nach Schache. Bis zur Galgeninsel und im Binsenkammer Exkursionen machen. Glasenmann und Klapperfiedelhirsch am Abend vor der Gasse. Und an Eck und Haustür sieht man überall die Buben passen. Endlich will es Weihnacht werden. Wunderschönes Glockenkleid von der beiden Kirchenzimmer ist der Anfang von der Freude. Nur dazu kommt still zum Schneien, langsam ums Laternenlicht, dann zum Pflocken und am Boden liegt ein Teppich, weiß und dicht. Und so feierlich ist geworden. Hörst keinen Schritt mehr und keinen Lauf. Bald daheim kannst du nicht verwarten. Geht die Tür zum Christbaum auf. Ihr müsst schon noch mal eins anhören. Den muss ich bloß suchen, weißt du? Regner nimmt wie Regner, Tag und Nacht das gleiche Lied. Mich der Himmel ist schon Segner, tut das diesmal wie geschieht. Und das Pflatschget auf der Gasse, endlos fort und alle fort. Nummer kannst du keiner fassen. Und das Hündle stinkt und knurrt. Auf dem See, da husch das Witter, alle Witter nassi nass. Die Mutter wird anfangen zu wieder und die Kinderle werden blass. Sönneli, wo bist denn blieben? Schier gar blätzend ja schon Fisch. Haben sie denn mit Gewalt vertrieben? Sönneli, o sag, wo du bist. In der Binse. Ein Bild lämmig die Male. Da siehst du See. Sonst nimmt ein etle Binse vorne und Schweizer Berg dahint. Dazu der Daddy schriebe, kennst du das Plätzle auch? Wots manker ja gern wissen und sucht und weiß nicht wo. Doch die Binse geht ein Gängle, grad wie ein hohle Gass. Es raschelt und knackt es und fürs wird's Boden nass.
Ein Fröschlik wart daneben der Wischpritz umeinander. Los, nimm, bett wieder, im Rücken spürst du eine Hand. Am hellen Tag da packt's dich wie sonst bloß in der Nacht. Es pfieft und blärt und reckt sie. Und jetzt hat's gern noch gelacht. Und snorl ist's weg. Es glitzert, es geht der See in die Witt. Ein Bildle wie es so, sonst wo, so leicht et noch mal gibt. Jetzt habe ich noch eins über die Taucherle, das muss ich jetzt nur über dich ergehen lassen. Mal als Taucherle. Das mag ich sowieso so gerne. Ich wott, ich wäre ein Taucherle und wäre im kleinen See. Da strecket ich beim Gründele mein Börzele in Tee. Ich hätte keinen Hunger und keinen Durst, hätte Schnärke und zum Trinken. Ob's in der Welt stinkt, wär mir wurscht, das seht ihr da oft stinken. Am Abend fliege ich ins Strandbad nebendran, weil ich da grad umsonst logieren kann. So lebe die ja aus hier ein vergnügt und unbeschwert. Wie gut das müsste der Leben sein, wo einen schon gar nicht stört. Ich wott, ich wär ein Taucherle. Das eine, das wär gewiss. Komm ich noch mal auf diese Welt. Da wär mein Paradies. Der kleine See, ist schon, das war einmal ein kleiner See. Und jetzt ist es ein vollgestopfter Hafen. Darum ist es ja gar nicht aktuell, dieses Gedicht. Weil das ist kein Paradies mehr. Also, und das ist jetzt ein Gedicht vom Götzger wieder. Und zwar das allerletzte, das er geschrieben hat. Das hat er mir, das ist noch nie veröffentlicht worden. Das hat er mir gegeben. Ja, geschrieben hat er es 80 und so, ich glaube 82 gehabt, hat er es mir mal in die Hand gedruckt. Nächtliches. Soll ich schreiben? Soll ich lassen? Wieder schlafen, aufstehen und eine Tele machen? Null Stunde ist. Das Gestern ist verlaufen und das Heute ist nicht da. Nur jetzt steht da gerade die Welt offen und all Unmus will vergehen. Brauchst auf keinen Propheten zu hören, ob ich gottisch oder rot. Hast auch keinen Babbler zu hören, sparst dir der weg, manche Not. Tun sie dir doch hart mitdenken, möchten's alle schöner haben. Auf ein Luther Fähne schwenken, wissen selten um den Sturm. Mündig werden alle sie, ja, mit Schwätzen denn und Kieben und mit Stritten und des wir uns einander Zeit vertrieben. Blieb du still und säg du nint. Es kann halt jeder seine Maß nehmen, bloß am eigenen Grind. Und damit ganz dennoch auf die Straße. Als soll alles besser werden. Und so werken sie wie blind, hören nimmer auf mit Scherren. Und der Dreck, den lernst du Kind. Wolltest der Weg weitermachen, fängst kein End mit denen Sachen. Drum, gute Nacht und jetzt gib's Ruhe. So ein tolles Mikrofon habe ich überhaupt noch nie gehabt, noch gar nie. War ganz gut.
Ja, was tust denn du? Du, schau, ich sitze auf dem Friedhof. Mit ist dem Grußstattener. Grusch, du bist gut, da sollte ich das Grab richten damit. Das sind schöne Blümel, ein paar Meter. Schau doch einmal. Was willst du von das sollte ich auch noch tun. Wie geht's dir denn? Ja, gut. Was hast denn du alles so damals? Ich war jetzt beim Einkaufen, beim Specht und beim Werber und... Ah ja. Du? Ja. Und dann bin ich noch in der Edeka. Aha, und da? Da habe ich doch glaub Mari getroffen. Welche Mari? Aber ist die dick, die so viel schwätzt? Ja, wenn du willst. Und dann haben sie halt gefragt, wie es ihr so geht, gell? Ja, und? Wie geht das? Ja, gut, hat sie gesagt. Ah, das ist doch schön. Aber dann hat sie gesagt, bloß dem Mann geht es nicht so gut. Eta? Nein, der sei alle so deprimiert. Jesus, das ist jetzt so einfach. Nein, no, ich sehe, Mari denkt er nichts. Der Mann ist auch ein Depp, aber prämiert hat er noch nicht. Ja, Babel. Ja, also jetzt hocken wir uns auch ein. Ich glaube, das wird länger mit der Geschichte, mit dies zwei. Ja, weißt du? Und dann war da noch was. Ein schöner, stattlicher Mann hat mich da beim Edeka. Beim Edeka hat er gefragt, ob ich ein Einheimisches sei. Das sieht man doch, oder? Eben. So unglaublich bist bloß du. Und weil ich dem noch gesagt habe, ja, dann wollte er doch glatt wissen, wie weit der Allgäu reicht. Der Allgäu? Der Allgäu, hat er gesagt. Aha, war ein Preis, oder? Aber schön. Aber schöner Mann. Also gut. Ja, bitte. Und nachher, weil ich ihm noch gesagt habe, dass es das Allgäu heißt. Aha. Und nicht der Allgäu. Dann hat er doch glatt wissen wollen, warum. Ja. Aber Christens, ich hätte ihm das auch nicht sagen können, warum. Ich weiß es ja selig. Ja, Babel. Hoi, beiß dir ein bisschen. Ja, schon, Babel. Also, das bist du schon. Ich tät mich halt wäschen. Ich sag dir noch was, Babel, ob es brücht oder nicht, aber ich bad jede Woche mal. Verstehst du? Nur bei mir langt es jeden Monat. Ja, man schmeckt es, Babel. Aber jetzt erzähl mir doch, wie ist der gerade aufs Allgäu gekommen? Ha? Du? Ja. Der hat gesagt, gell? Dass er einen Urlaub bucht hat im Allgäu. Da hat er recht gehabt. Aber er hat weit und breit keine Berge sehen. Darum sei das doch gar kein Allgäu. Ah nein. Und wenn das so wäre, ja, hat er mir gesagt, dann hätten das Reisebüro beschissen. Und er würde, so hat er gesagt, Schadensersatz verlangen. Ja, weißt du, Babette. Das ist ein schöner Depp. Der wird mit dem Schadensersatz gar nicht wie die Kuh. Weil nämlich Nui, du seist ein Nebel und Berg sind in der Wolke. Da hast du ja, da siehst du keine Berge. Aha. Das ist ein Preis, der weiß das nicht. Ja, und dann hat er nochmal gefragt, wo der Allgäu eigentlich anfängt. Aha. Babette,
Die Frage ist gar nicht so schlecht. Ich hab's auch gewusst. Ja, du, da haben sich schon die gescheitesten Leute drüber gestritten. Aber der hat gar nicht so unruhig, der Mann. Im Allgäu ist man wirklich erst, wenn man Berg sieht. Ja. Ja. Da, zum Beispiel da Richtung Kemp, da, oder? Ja, Babe. Ja, da hast du ja mal eine helle Minute gehabt in der Schule, hast du nicht aufpassen. Ja, ja. Wenn man da vom Unterland rauf geht, dann sieht man da zuerst mal so Bergkette. Genau. Ja. Weißt du auch wo? Hä? Ja. Pass auf, wenn du auf der A7 von Memmingen gar Kempten fährst, dann kommst du am Allgäu da vorbei. Und da ist so ein, weißt, so Buckel. Ein Buckel, genau. Und wenn du über den Buckel fährst, Babe, na, siehst du das erste Mal diesen schönen Allgäuer Berg. Ah, da hast du recht. Wenn sie gerade in der Wolke sind. Und soll ich dir noch was erzählen? Ja. Da an dem Allgäu-Tor, da hat der Markt gesagt, da sei die Nordgrenze vom Allgäu. Jetzt weißt du es. Merkt. Hat der auch etwas zum Sagen, wer ist denn das? Babet, mit dir der Passer Herb. Hast gar nicht aufgepasst in der Schule. No. Also, pass auf. Der Otto Merkt, das war einmal der Oberbürgermeister von Kempten. Aha. Etliche Jahre. Und der hat gesagt, dass da die Nordgrenze ist vom Allgäu, weil da gehört Memmingen um dazu und die hat der nicht verputzen können. Weißt du so? Ah. So ist es. Ein Oberbürgermeister gleich. Ein Oberbürgermeister, Babi. Aber wenn ich jetzt das so gehört habe, dann ist das ja gar nichts Amtliches mit der Grenze vom Allgäu. Ja, und dann kann doch da jeder sagen und tun, wie er will. Der kann es abschieben oder aufschieben. Babette? Hä? Wo du recht hast, hast du recht. Hey? Ja. Also da hast jetzt du recht, da hast du jetzt gerade mal normal denkt. Aha. Aber weißt du, ich sag dir was, wegen dem anderen Zirk, da kann man schon noch was genauer sagen. Weißt du, der Allgäu oder des Allgäu. Aha. Und man bräuchte die Preise nicht vergrennen, wenn sie der Allgäu sagen. Das hat schon einen Grund. Et? Nein, um Gottes Willen. Et vergrennen, Babette, Nummer. Mhm. Weißt du, schuld sind da unsere Wissenschaftler. Aha. Ja. Und wer noch? Ja, wenn so wird, schon ein paar Heimatforscher auch noch, weißt du. Die haben so Eier gekocht und haben ewig lange und ganz gescheite Abhandlungen geschrieben. Und da haben die behauptet, das Allgäu sei von der Alpgau-Kuh. Aha. Aha. Aber weißt du, Babette, das kann nicht sein. It. Nein. Weil, wenn das so wäre, dann müsste man ja wirklich der Allgäu sagen. Im Alemannischen kann aus dem Gau jetzt mal ein Gäu werden. Verstehst du? Das wäre eine ganz ungewöhnliche Lautveränderung, sozusagen. Ja, ja. Wahrscheinlich hast du recht, du sieben gescheiter Gewissen. Du, was soll jetzt das? Und schau durch, wie ein Brotfresser. Babette, das heißt Professor. Ach so. Ja. Aha. Und, aber das staut er auch gar nicht. Und überhaupt. Ah. So genau wollte ich das jetzt auch nicht wissen. Ja, aber du hast mir doch gefragt, wie das jetzt heißt und warum das eigentlich. Du hast mich gefragt. Oder? Ja, ja, schön. Ja, nicht so. Aber mein halt, ich so genau. Aber so erzähl noch weiter. Ich will schon wissen. Interessiert es dich wirklich? Ja, ja. Aber nicht, dass du nachher wieder blöd umeinander bist. Nein, nein. Also gut, pass auf. Jetzt machen wir es einfach. Ja. Wenn man bei uns einen Langnum gesehen hat, aha, dann sieht man doch, hei, bist auch einmal wieder im Gai. Genau, kennst du den Spruch? Den Spruch kenne ich auch. Ja, siehst du, jetzt sind wir schon ein Stück weiter. Aha. Und das Gai, das kommt von Geoi. Aha. Und das heißt so viel wie viele Aue.
Babet, weißt du, so wie viele Äste ein Geäst sind, aha, und viele Berge ein Gebirg, so sind viele auch ein Geäu. Verstehst du das, Babet? Ja. Also, jetzt sind wir schon ein Stück weiter. Und im Schriftdeutschen gibt es das Wort ja heute gar nicht mehr. Aber in der Mundart, da ist es erhalten geblieben. Und daher kommt das Allgäu. Aha. Da hat man früher gesagt, das Alpgeäu. Herrlich. Und das hat geheißen, die Aue bei der Alpe. Aha. Hast du das? Ja. Und weil die Allgäuer so Multier sind, haben sie Boden bald von Alpgeäu, Alpgäu gemacht. Ah. Und nachher haben sie Allgäu gesagt, weil sie das leichter schwätzt. Ah. Hast du mich? Jetzt. Jetzt haben wir es. Menschensbier. Und danke, Zins, dass du mich aufgelegt hast. Kannst du Zins sagen, wenn du wieder eine gute Laune hast. Aber weißt, bei dir kommt es sicher vor, wie wenn man in der Schule hockt. Mhm. Ja, aber Babette, es kann doch nicht schaden, wenn man so etwas weiß, oder? Ja, hast schon recht. Ja. Und notabene ist vom Lernen noch keiner krank geworden. Da kann er alt sein, so viel er will. Hey, du. Ja, so ist. Und wo weißt noch du das alles her? Aus der Bücher, Babette. Ha? Das hat der Weidnauer alles auskundschaftet und hat es ganz genau aufgeschrieben. Ha. Ja. Alle die Weidnauer, ich müsste das gescheite Leute gewesen sein. Aber glaubst du nicht, mit dir ist es auch ein Anrat. Das waren die Weidnauer. Das war der Weidnauer. So? Der Alfred Weidnauer. Das war ein doppelter Doktorbaber. Der hat so geheißen. Der hat so geheißen, jawohl. Und der doppelte Doktor. Hat der? Und der doppelte Fräulein gibt es auch. Neu, Babet. Neu bis jetzt neunter, da wärst du die Erste. Aha. Ja, weil ein doppelter Doktor, da musst du zweierlei studieren. Aha. Und das musst du fertig machen. Und du bist ein einfaches Fräulein. Das kannst du bloß ändern, wenn du hier bist. Aber wohl ist es. Wohl ist es. Also gut, Babet. Ja, so weit sind wir jetzt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, woher das kommt. Und ein doppelter Doktor, der kann nämlich schon auch ein Drierer und ein Lädchen sein. Aha. Aber manchmal haben sie auch gute Einfälle. Ja. Ja. Und du weißt jetzt immerhin, warum es das Allgäu heißt. Ja. Genau. Das weiß okay. Ich jetzt. Und ihr auch. Thank you.
Viele schöne Vorträge gehört heute Abend. Wir haben festgestellt, dass wir alles verstanden. Das ist schon mal wunderschön. Es ist jetzt wurscht, ob ich von Oberstdorf bin, ob ich von dem vielgeliebten Memminger bin, oder von Kempten, oder von Lindau, oder von Scheudeck, oder von Oberreite, oder gar von Stierverhofer. Wir verstanden einander. Prima. Jedes Wort, wenn man ein bisschen nachsinnet, kuppert dahinter. Was das Ganze unterscheidet, wir haben ja gerade die Inge Wasmund gehört mit dem speziellen Insel, alemannisch von der Lindauer Insel, das ist der Gesang. Das habe ich auch lernen müssen. Es gehört zur Sprache noch eine Melodie. Und die Melodie und die Wörter mit ihren Bedeutungen, die machen es. Und die bringen die bunte Vielfalt in die Mundart, nein, die wir also mögen, sonst wären wir heute nicht da. Was wir machen, ich glaube, eine Lehrerfortbildung auf hohem Niveau. Eine Lehrerfortbildung, indem wir den Wortschatz, der auch verloren gegangen ist, den wir noch ein bisschen zusammenglauben. Und die Muttersprachgesellschaft in Nonnenhorn, die es bis vor ein paar Jahren gehört, die haben Wörter gesammelt, alte Wörter. Jetzt sind die Wörter aber aus einer Zeit, die vergangen ist. Diese Wörter aus der Landwirtschaft, die gibt es noch mal. Es gibt keinen Flachsbau mehr, es gibt viele, die Mäher und Anbauer und die ganzen Sachen, die sind alle vergessen. Und da müssen wir aufpassen, dass die Wörter nicht ganz verloren gehen. Und darum haben wir uns zusammengehockt und überlegen jetzt, ob ihr uns vielleicht auch ein bisschen helft, ob wir die alten Wörter nochmal aufwecken. Also der Friedl macht wahnsinnige Sprich. Da seht mir, hey, die ist zusammengehockt. Wenn die Angie gesagt hätte, dass es heute Abend Hauptprobe ist, dann hätte ich mir ganz ohne Probe.
Ja, so eine Veranstaltung wie heute Abend, das ist ja nochmals besonders. Man muss sagen, es ist ein Jammer, aber es ist tatsächlich nochmals besonders. Weil, und wenn man mal anschaut, dann sieht man, dass wenn die Trachtler da wären, dann wären wir ein ganz schön alter Haufen. Das heißt, bei der Jugend, zumindest wenn es im unteren Landkreis, wenn man im unteren Landkreis umeinander schaut, ist der Dialekt schwer auf dem Rückzug und die Mundart. Und ich bin auf der Staufe, in Niederstaufe, ins Wochenstaufe, bin ins Linden in Schule gegangen und da hätte man sich nicht getraut, dass man in der Muttersprache, in dem Dialekt, in dem ich aufgewachsen bin, schwätzt, weil man wäre sich blöd vorgekommen. Mir ist es das erste Mal, und ich bin lange Zeit im Bayerischen gewesen, und alle vergrennt waren, weil das Schwäbische halt nicht zum Verstecken ist. Und in einem Seminar, im ersten Seminar von der Uni, wo ich war, da hat plötzlich einer im Oberstoffer Dialekt so saugeschiede Sachen gesagt, dass ich mir gedacht habe, Herrgott, da brauchst du die Brust ja gar nicht schämen mit dem süddeutschen Einschlag da in der Sprache. Und das hat mir eigentlich so einen Schub gegeben, dass ich gedacht habe, also na, den Bäuerer, da denen muss man sich nicht unterwerfen, da muss man seine eigene Sprache einfach dagegen setzen. Und so wie die Nonnen das gemacht haben, so machen wir die Staufe auch, bloß sind wir natürlich lange zu weit und gar nicht so gut. Wir sammeln auch Begriffe und Wörter, von denen wir denken, Herrgott, die hat man schon lange markiert. Und heute Abend, wir lernen das auch noch was, habe ich auch wieder einen Begriff gehört, den meine Mutter alle gesagt hat und den ich schon lange noch markiert habe. Das ist Multier. Multier sie. Das ist so ein Wort, weißt du was? Das heißt Multier sie. Du sagst es bestimmt. Das ist Multier, Allgäuer sind Multier, sag ich. Schwätze nicht viel. Rummel bloß. Maulfaul. Aber du weißt bestimmt, was ein Bärre ist. Wisst ihr, was ein Bärre ist? Da schaut ihr, gell? Ein vertrockneter Bier ist es nicht, neu. Ein Bärre, das ist was ganz Lustiges. Das ist ein Schubkarre und der braucht nicht einmal Räder haben. Wenn der Schubkarre vorne aus auch zwei Stängel hat und hinten aus, dann kann man den lupfen und braucht keine Räder. So was heißt bei Bärre. Und weil es das nochmal gibt, weil der Obi so einen Haufen Schubkarren verkauft, darum hat er das Wort vergessen. Ja, ich habe ein bisschen mal angeschaut, aber ich sehe gerade keinen, wo das Wort passt. Müsste eigentlich auch eher ein Mädel sein. Das Wort heißt gestockelt. Weißt du, was gestockelt ist? Da hätte ich sogar ein Sätzle dazu. Losend. Dampglonker und Schale tun den Stockeler. Was? Soll man es aufs Hochdeutsche übersetzen? Faulenzer und Tollpatsche stolpern gerne. Dampglonker und Schale tun den Stockeler. Ja, da habe ich auch noch ein Wort, das vielleicht Angie kennt, ein Gestelltle. Ja? Ja, genau, das ist ein traumhaftes Kleidungsstück. Das habe ich nämlich als kleiner Bub auch noch angehört. Bis mir dann meine Spätzelzeit, dann das sieht nicht gut aus. Wenn unter der Lederhose da der Strumpfhalter rüstet. Genau. Einmal, was liegt das? Was ist ein Drahtesel und was sind Lefasser Busser? Ein Fahrrad ist Drahtesel und Lefasser Busser und das ist schon gericht. Das sind Ski, die man nachher braucht. Das sind Lefasser Busser. Ja, das ist ein ganz einfaches Wort, aber ein schlimmes Schimpfwort für einen anständigen Bub, das ist, wenn man zu einem sagt, er sei ein Mädelfudler.
Mädlefudler. Ein Mädlefudler. Das sind die, die, wenn wir Fußball gespielt haben, mit dem Mädlevölkerball. Völkerball. Das sind Mädlefudler. Später war das dann cool, so, war das nicht mehr so schlimm, wenn wir bei den Mädchen waren. Eine gewisse Zeitjob. Was ist Firbar und Firkar? Firbar und Firkar. Also Firbar ist der Bäser oder der Bäsamer, wie man sagt. Und was ist der Firkar? Ausguss oder Schüttstein. Aber da gefällt mir sogar Ausguss besser wie Schüttstein. Ja, da habe ich ein Wort da, das kenne ich auch noch nicht so lange. Und derjenige, von dem ich es habe, der hockt auch im Saal heute. Das ist nämlich ein Gurreschinder. Jetzt ein Gurreschinder sei der Gerhard Straub, ein Opferbacher. Opferbacher heißt Gurreschinder, und wir haben gerade darüber geschwätzt, was das denn Häuserkind Gur, wo kommt das her, Gurreschinder, dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die ich jetzt praktisch sofort weiter erzähle. Es sei einmal quer vor langer Zeit, wo die Kirche ganz frisch war und das Christentum noch relativ niedrig und nicht so gut verbreitet, da sei es passiert, dass irgendein Ross in die Kirche nicht gerade ist. Die Kirche da war schmal, das Ross ist nie gekommen. Es hat man das Ross in der Kirche geht, was tut man? Man muss das Ross ausbringen. Und dann haben sie es, weil sie ganz dünner war, haben sie es probiert, hinter sie wieder rausschieben. Und das ist so schwer gegangen, dass das Ross richtig verschunden war, wo es nach draußen war. Und so verschunden war, dass man es hat metzgen müssen. Und dann hat man das natürlich wieder erzählt und gesagt, die Opferbacher sind Kerle, das sind richtige Gurreschinder. Meine Gofer haben an Gottsige gelaufen. Meine Gofer haben an Gottsige gelaufen. Hochdeutsch ist lange so schön. Meine Kinder haben eine einzige Sicherheitsnadel. Ja, da kommt nochmal so ein Wort, wo ehrenwerte Bürger aus diesem Landkreis genannt wird, ein Bettelmetzger. Bettelmetzger. Das seid Lindenberger. Lindenberger seid Bettelmetzger, und wir haben gerade vorher noch drüber geschwätzt. Da gibt es unterschiedliche Begründungen, warum das Bettelmetzger sind. Sie hängen schon ein bisschen zusammen. Alles davor ist, dass ein Bettel ein Hegel sei, den hat man bloß um einen angeführt, zum gucken, ob er irgendwie kurläufig ist. Aber dicker hat er sie nie dürfen, war wahrscheinlich nicht gucken. Und am Ende ist er gemetzelt worden. Das heißt, wenn Lindenberger so einen gemetzelt hat, dann haben die Opferbacher und die anderen gesagt, also das ist jetzt wirklich keine Kunst, so ein Bettler da zum Metzger, das wäre schon minder, wenn man einen richtigen teuflichen Hegel metzgen müsste. Aber so ein Bettler, das ist keine Kunst. Darum, die Lindenberger sind Bettelmetzger. Eine andere Deutung ist hier, dass es der Stadt, na, da war es noch keine Stadt wahrscheinlich, damals der Ort Stier, der hat mal durchs Dorf geführt, und der hat alle Chinesen in Kuckerfenster nie gestrickt, und da hat man ab und zu noch was zugesteckt, weil er Bettler hat. Sei ja der Bettler. Und weil der Bettler Käuser hat, und wir hatten dann irgendwann mal Metzger, da sind die Lindenberger auch zum Bettelmetzger geworden. Aber mir gefällt es gut, Bettelmetzger und Gurreschinder, das werde ich halten. Ich hätte noch drei Begriffe aus den Seegemeinden: Kretter, Zunge, Stander. Kretter, Zunge, Stander. Also Kretter und Zunge ist gleich, die sind Kerb. Kleine Kerb sind Kretter, größere sind Zunge, und Stander sind Zuber. Da tut man jetzt beim Windeln, tut man da den Saft oder den Most rein.
Okay, das könnt ihr jederzeit brauchen. Man braucht Kräuter, man braucht Sonne und man braucht Standard. Ja, der Friedl hat mir schon gesagt, wir müssen langsam aufhören mit diesem Geschwätz. Und dann hoffen wir, wenn wir wohlfahren, dass es jetzt zum Gitzebohler kommt. Gitzebohler kennt ihr da? Graupel. Und dass ihr jetzt sagen, was sind denn das für lästige Läfer, deren mir noch einmal auf. Versteht die Aussage. Euch Sätzle nur zum Schluss. Trille und trimselig sie, ich schied weh. Jetzt schaut ihr, gell? Das Wort weh gibt es übrigens im Schottischen auch, genauso wie bei uns. Wie bei uns. Also trille und trimselig sie, ich schied weh. Sappern und schwindlig sein ist nicht nobel. Dankeschön, fürs Zuhören. Sie war nicht verheiratet und früher war es so, dass wenn jemand den Lehrerberuf ergriffen hat, durfte er nicht heiraten, weil er sonst zu wenig Zeit hatte für seine Schüler und für seine Kinder. Sie hatte aber eine Schwester, die ihr den Haushalt machte. Und demzufolge hat die Lehrerin auch viel Zeit dafür verwenden können, dass sie Gedichte gemacht hat für alle möglichen familiären und sonstigen Anlässe, im Dorf und sonst. Sie hat uns in Offenbach eine reiche Kriegschronik geschrieben, 3 Bände über Offenbach,
aus der wir heute unser Wissen schöpfen. Also, und die Veronika Wink ist natürlich, ja, ihr Bruder war Stadtpfarrer in Kaufbeuren, man kann das vielleicht mit dazu erwähnen, sehr schade, dass sie in Offenbach nicht beerdigt ist. Und die hat nun ein paar nette Gedichte gemacht und davon möchte ich nur was vortragen. Das heißt, der Hirte für Offenbach. Ich bin von Offenbach daheim, ein lustiger Hirtenbürger. Meine Heimat steht im freien Feld. Mich kennt auch jede Kur. Die Hose und Hemme stammt die da. Das ist mein ganzes Wand. Und der rechte Hirtenbürger hat auch ein Geutel in der Hand. Wenn ich mit meiner Geutel schnell, na juckt meine Kier. Und mit der Glocke schaut sie eine schöne Melodie. Vom Hochgrat über Berg und Tal bis nach zum Bodensee. O Albedo, mein Heimatland, wie bist du doch so schön? Und so wird trieb ich ho, 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 so hofele denn ich. Kurblocker schellers, und ich fiel ein Lierle hin betrieb. Ich bin ein lustiger Hirtenbürger, ich dürfe nicht mit dir. Auch her schon mal Juske, überrückt, na weißt, es gilt für mir. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen, allseits bekannt, allseits beliebt, Georg Schmid. Doktor, muss ich noch? Nein, ja, grüß Gott. Grüß Gott. Das hört man auf Hange saumäßig wenig, allert weniger. Aber mei, die Herrschaften im hohen Norden, die haben halt keine andere Österreich. Das wissen wir. Aber nicht jeder, der sagt Hallo und Tschüss, kommt aus dem Kohlepott. Mir soll, und das macht mir Kümmernis, sagt doch kaum noch Grüß Gott. Dabei ist das doch eine wunderbare Grußformel, wenn man das mal ins Hochdeutsche übersetzt. Grüß Gott, Gott grüße dich. Ja, was gibt das denn Schönes? Oder viertner Gott, Gott behüte dich. Das ist doch sagenhaft, oder? Man kann schon ein bisschen sich blamieren auch, gell? Wie der Ui, wo in einen Fahrstuhl eingegangen ist und hat zu dem Wadin gesagt, Grüß Gott. Dann sagt er, nein, so hoch fahre ich nicht hinauf. Also das kann ihm auch passieren, wenn man mal richtig den Dialekt anwendet, gell? Aber das ist bloß nebenbei. Für meinen Vortrag heute Abend habe ich mir gedacht, nimmst du ein Thema, das momentan ziemlich aktuell ist. Ich der Bischof von Limburg. Auch die Kollaborationsverhandlungen, oder wie das, Koalitionsverhandlungen da in Berlin. Das heißt, obwohl, ich habe im Lexikon nachgeschaut, was das heißt, Kollaboration, das heißt Zusammenarbeit mit dem Feind. Ja, und die Schwarze und der Rote waren doch Feinde im Wahlkampf, gell? Also stimmt das doch so halbwegs, ne? Ja, ja. Aber lassen wir das. Na. Heute geht's um Gemeinsräte, Bürgermeister und um Sättig, die mit aller Gewalt das werden wollen. Nächstes Jahr, am 16. März, ist es wieder so weit. Kommunalwahlen. Landrat, Bürgermeister, Gemeinsrat und alle Tod und Teufel. Ah, nein, Entschuldigung, nein, das war nicht gemeint. Das Kandidatenkarussell, das geht schon wieder kehrig in Schwung. Und es wird auch diesmal wieder so sein, wie Alat, ein paar Gute für den Amtsträger hier drauf, die man noch gern gepfippt hätte, und ein paar andere, die drucken nie, auf die man gern verzichtet hätte. Weil Gescheitneser und Besserwisser, die gibt das ja gerade nur. Aber denen geht das meistens auch so wie der Meine. Einer, der schimpft überall rum. Die Gemeinsräte seien blöd und dumm. Ihn hätte man sollen eierlang
Er wurde es viel besser verstanden. Er meint, dass er in dem Gremium fehlt, aber eben, es hat ihn niemand gewählt. Ja, der hat halt all das nicht beherzigt, auf was er bei einem Gemeinderatskandidaten angehört. Und der Leo Jäger, unser beliebter und unvergessener Heimatdichter verscheidigt, der hat es in einem Gedicht, der Gemeinderatskandidat, ganz schön illustriert. Da kann man das nachlesen. Der Gemeinderatskandidat. Einer will im Gemeinderat kommen. Was muss der Däriger denn tun? Wenn er will im Gemeinderat kommen, dann muss er einen ganzen Haufen tun. Überall rumpolitisieren und sich dabei profilieren. Muss einen schönen Anzug kaufen und auf die Wahlversammlung laufen. Muss sich schön fotografieren lang und vorher noch zum Haarschneidergang. Das Bildle, das sollte schon einmal sein, das gehört ja in den Wahlkampfzettel nie. Ja, mei, da muss er ernst sein, darf ich lachen. Ein ganz eindrucksvoll Gesicht machen. So die am Schädel du Interesse heuchle, schöne Räder halten, süße und jedes alt Wiebel grüßen. Am Sonntagvormittag in Kirchengang, am besten vor dem Kritzgang stehen. Sollte überall am Stammtisch sitzen und jedem versoffenen Leckel schwätzen. Zu allem noch und alle zu der Schnappe und niemanden auf die See tappen. Muss auf Fester, große, kleine, große und allen abläden Räder losen. Leopold, du weißt, wie das ist. Ja, das hat einer gar als du, wenn er will, in die Gemeinderat kommen. Ist er nachher bei der Wahl ein Wellenwerk hinter abgefallen, brüchten das kein bisschen kränke. Er soll froh sein und soll denken, bin vielleicht manchem so verdrunnen, hab ich verloren, hab Wellenwerk gewonnen. Ja. Ich will euch. Ja, wie haben wir es denn? Also eine einfache Geschichte ist das nicht, wenn man im Gemeinderat ist. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Rudi Janisch, euer Ex-OB von Holmenkirch, der hat seinen Gemeinderat einmal vorgelesen, was Kommunalpolitiker Hong sottet und wie sie sie sottet. Erstens, würdig aufträte, müsst Kinder wie ein Bischof. Zweitens, umfließig sie wie ein Ameus. Und ein Humor brüchst wie ein Mainzer Karnevalist. Und ein Gedächtnis wie ein Elefant, Kraft wie ein Büffel, ein spritziger Geist wie ein Satiriker, ein dickes Fell wie ein Bär und gesund musst sie wie ein bulgarischer Knoblauch essen, dass die Strapazen aushältst. Ja, ja. Und wie es jetzt nachher mit der Bürgermeister ist? Kein bisschen anders. Der Jeho Leger, ich darf ihn wieder zitieren, der hat da ein Gedicht geschrieben, ein Bürgermeister. Richtig nett, und das muss ich euch, wie gesagt, einfach vortragen. Ein Bürgermeister ist am armen Mann und steht alles vorderst da. Überall schwätzen, helfen, beraten und kein Vorhaben sollte vergraten. Allen Vereinen Geld versprechen und nachher kein Versprechen brechen. Auf jede Versammlung muss er gehen und eine schöne Ansprache haben. Tät er das nicht, wäre es gefällt, denn zu dem hat man ja gewählt. Tät der Gemeinderat alles so, wie er es gern hätte, dann wäre er froh. Wettet es aber ein bisschen dretzen, dann muss er es halt in Grund und Boden schwätzen. Mögen sie denn nicht allo im Magen, werden sie halt schließlich doch ja sagen. Denn es geht auf 12 nach und jeder hängt schon Tauger an. Das muss ein Bürgermeister wissen, sonst wäre er hier und da ein Kleibschisser. Kommen zu hohe Herren für Minkerüss, na, ist noch was los im Rathaus. Er muss ins rote Liebli jucken und jedem Leckel platzen, Bratze drucken. Allen ein Schä, du und hofieren, ein kleiner Honig ums Müll rumschmieren, vielleicht noch ein bisschen liegen, man möchte auch einen Zuschuss kriegen. Das muss ein Bürgermeister kennen, sonst würde er das Geld auch nicht verdienen. Jedem soll das halt Reb machen. Und mit keinem darf er so verkrachen. Ich bloß gucke auf die Großen, auch auf die Kleinen Liedlose. Sie mit den Bauern besonders gut stellen und für die Geschäftsleute nicht allzu viel wollen. Gucke, dass es im Ort vorwärts geht und dass das auch in der Zeitung steht.
denke wie der Chef und schaffe wie der Knecht. So wer ist der Bürgermeister rät. Ja, ja, so ist es. Oh, der Bürgermeister hat seine Probleme. Mein lieber Freund, Stänkerer, Meckerer, ui, was einfach in gut meint, dir geht das überall. Tut er überall mit, heißt das, das ist ein Hans Dampf. Und tut er nicht mit, dann ist er arrogant. Küttert er gleich spät ins Büro, dann nutzt er seine Stellung aus. Und küttert er pünktlich, dann ist er ein Pedant. Ist er als Chef genau, nachher will er bloß Eindruck schinden. Und lauter einmal namens Durchgang, heißt das, der Schlappschwanz, der lässt sich gar als gefallen. Ja, ja. Frage der einmal seine Angestellte, nachher heißt das, der kennt sich doch nie aus. Frage der sit, heißt das, er übergeht dies alle. Bespricht der namens mit dem Gemeinderat, heißt das, der hat keine Führungskompetenz. Und dort der sit, dann ist er ein Diktator. Na, kommt er einmal zu einem schnellen Entschluss, dann ist er voreilig. Und denkt er ein bisschen länger nach, dann ist es ein feiger Zauberer. Na, also das muss ich schon sagen, das tut weh. Ja, ja. Und drum, wenn er auch kein Lichtsämtler hat, geht das Willeberg alle wieder ruhig, was Courage haben zum Kandidieren. Zum Beispiel Zerges Wille, da sind sie schon zu dritt. Ja, das kann noch was werden. Und Zretenbach, da sucht man auch einen Bürgermeisterkandidaten. Da hocke du am Stammtisch zusammen, da nicht gehört. Der Rui hat gesagt, ich kenn ihn, das wäre der Rät. Schwätzen kann er, wie der Billy Jakob auf dem Simon-Nürdermarkt. Und gescheit ist er wie ein Studierter. Und ausgefuchst ist er, dass er sogar Pferdhändler vor ihm fürchtet. Gegen den kommt keiner an. Und dann haben die anderen gesagt, ja, ja, sag einmal, wer ist denn der? Ja, der Mann wäre ich. Aber jetzt im Ernst, es geht schon allerhand dazu, wenn man eine Verantwortung hat für die ganze Gemeinde. Als Bürgermeister solltest du allwissend sein, solltest vom Fußball und von der Feuerwehr Ahnung haben, jedem seine Rente ausrechnen, Kinder, alle im Rathaus sein, wenn man zünden will. Mein Gott, und am besten gleich am Brandplatz oder schon vorher es brennt. Und er soll seine Gemeinsräte geistig ein bisschen überlegen sein. Es muss ja jetzt so sein wie jetzt heute. Da gibt es auch Geschichten, die muss ich euch noch zum Schluss erzählen und dann höre ich auch gleich auf. Sie kann auch nicht wahr sein, aber ich erzähle es welle weg. Der heutige Bürgermeister ist in Berlin gewesen. Hat halt auch eine Zuschusswelle gleich von der Bundesregierung. Dann trifft er den Putin und den Obama. Ja, Herr Pfanner, ja, sind Sie auch in Berlin? Ja, das ist aber eine Freude, dass wir Sie da sehen. Ja, wie geht's denn? Ach, ich bin schon zufrieden, ich bin schon zufrieden. Dann sagt der Obama, oh, mein Freund, ich habe ein großes Problem. Ich habe 5 Sekretärinnen und eine davon soll eine Spionin sein. Und ich komme nicht dahinter, welche. Dann lacht der Putin und sagt, kleine Fische. Ich habe 5 Leibwächter. Einer davon will mich erschießen. Und ich weiß nicht, welcher. Da hat der Pfanner Uli gesagt, das ist alles noch nicht so schlimm. Ich habe 60 Mutschräte und einer davon soll intelligent sein und ich komme nicht dahinter, welcher. Dankeschön. Thank you.
Also, leider Gottes, dort auch in Heumerkirch zieht ein bisschen Flucht voran. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich im Namen vom Heimatrat bei euch alle bedanken fürs Kommen, für euer Interesse. Es hätte ruhig ein paar mehr sein können, aber das ist wie, wenn man der Pfarrer kostet am Sonntag in der Kirche, dass so wenig Licht aus ist. Das sind die Falschen, wo man anspricht. Ihr wart da, ihr habt ganz fundig mitgemacht und ich hoffe halt auch, dass euch ein bisschen gefallen hat da oben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei eurer Ortsheimatpflegerin, bei eurer Lehrerin, bei der Angela Fessler, das hast du hervorragend gemacht. Du hast die Trachtengruppe war lauter junge Lied, da kann man ja, da geht mir das Herz auf vor lauter Freude. Musikanten, Sängerinnen und Sänger, also alles rundherum hervorragend. Der Tisch für die Heimatpflege ist bestellt in Heimenkirch. Dank dir. Ganz herzlich vergesst einen talentierten Mahotze, der das wirklich hervorragend rübergebracht hat und unterstützt hat, alles der von einem Instrument aufs andere greift. Da habe ich jetzt nicht die gemeint. Und richtig schön haben sie es uns gemacht. Und da möchte ich ganz herzlich von Gelsgut sagen. Ich möchte auch noch ein paar Dankesworte loswerden. Und zwar danke an alle Aktive, die heute Abend nicht umsonst, aber kostenlos und ehrenamtlich da waren und euch erfreut gemacht haben. Ihr habt es super gemacht, ihr wart gleich bereit, es war kein Problem und es war ganz toll mit euch. Vielen Dank. Danke möchte ich auch der Christine Hollneider und dem Albert Freimuth, die alles gedeckt haben, die alles hergerichtet haben. Ja, es war einfach unkompliziert. Ein herzliches Dankeschön an euch zwei. Und nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön an Sie, das Publikum. Es war ganz toll, dass ihr da wart. Ja, und ich hoffe einfach wieder viel, dass es euch gefallen hat. Und ich bitte euch jetzt noch um einen Moment Aufmerksamkeit. Ja. Liebe Gäste, unser Abend mit Mundart und Musik, der geht jetzt zu Ende. Es war schön, dass Sie da waren. Ich möchte Sie zum Schluss aber noch bitten, dass Sie mit mir zu Ihrem ganz persönlichen Lieblingsplatz gehen. Die meisten Menschen haben einen Platz, wo sie sich wohlfühlen, wo sie gern sind, wo sie entspannen können. Das kann ein Bach sein, ein Weiher oder am See. Es kann eine Bank sein unter einem Baum oder Toba auf einem Buckel. Und wenn Sie mit mir an dem Platz sind, machen Sie einen Moment Augen zu und denken Sie, es ist Abend. Die Sonne ist untergegangen. Aber es ist noch nicht ganz dunkel. Es ist nur ein heller Streifer am Horizont. Es ist, wie man bei ihm so schön sieht, unterleert. Die Welt ist ganz ruhig. Und man meint, sie hebt den Schnaufer an. Es ist der Moment zwischen Tag und Traum. Zwischen Tag und Traum, in einem stillen Raum, wild und ohne Schranke, verlieren sich Gedanken. Sie ziehen über alles weg und hängen doch bloß an einem Fleck. Fangen in dem Raum zwischen Tag und Traum. Zwischen Tag und Traum, in
wieder ein stiller Raum, vergisst man alle Sorgen. Man denkt nur mal an Mauern, hört auf, geht um sie näher, kann Ewigkeit fast spüren. Verwoben mit dem Raum zwischen Tag und Traum. Vielen Dank. Und wenn Sie noch ein bisschen bleiben wollen, gerne. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Dankeschön.